Hallo und herzlich willkommen zurück zu Project Highrise. Unser Tower wächst so langsam in die Höhe und in die Breite. Wir werden mal zusehen, dass wir jetzt hier neue Büros noch reinkriegen. Die Mieter haben am meisten bezahlt oder zahlen am meisten. Da sind unsere Kosten sozusagen schon gedeckt. Nach einem Tag sind die Baukosten hier refinanziert. Das ist doch das, wie wir es haben wollen. Tägliche Miete 190. Was hat er an Einnahmen? Einnahmen gestern 253. Und hier Miete 260. Einnahmen 104. Das ist natürlich, ich glaube, den werden wir als nächstes verlieren. Kein Gewinn gemacht. Ja, wir müssten wahrscheinlich hier noch Büros in die Richtung machen. Können wir als nächstes vielleicht mal angehen, dass wir hier die Etagen aufstocken und hier dann Büros neben machen. Das könnte schon ganz hilfreich sein. Aber wir brauchen halt jetzt auch erstmal eigentlich Wasser. Was können wir denn hier machen? Wir haben die Einflusspunkte. Können wir hier überhaupt schon was machen? Wir brauchen dafür, glaube ich, erstmal die Berater, ne? Brauchen wir erstmal so ein Bad, sprechen auch schon schwer. Büros für Bauberater, Politik, Betrieb. Braucht man dafür? Achso, da fehlen uns die Baukosten. Mögliche Platzierung höher als Erdgeschoss im Erdgeschoss. Aha. Innenarchitekt darf keine haben. Hä? Ja. Politik, was haben wir davon? Mögliche Platzierung. Achso, höher als Erdgeschoss muss man es platzieren. Okay, Interessenvertreter und Betrieb. Um die Berater-Upgrades im Betriebspfad. Okay, da müssen wir uns mal nochmal genauer angucken. Was haben wir denn hier? Neue Konstruktionsbüro. Bauarbeiter, Wartung optimieren, Dienste optimieren, exklusive Aufzüge, Renovierung, okay. Öffentliche Verkehrsmittel, okay, das ist auch gar nicht so schlecht. Und Ästhetik, ich glaube, ich mache auf Politik. Politik, öffentliche Verkehrsmittel, Höhenbeschränkung. Oh, auf 120 Etagen. Hört sich gut an. Nehmen wir. Probieren es einfach. Und wenn die gleich einziehen, mal beschleunigen, wenn die gleich einziehen, haben wir hier das Ziel auch fertig. Das ist auch gut. Da haben wir es fertig. Perfekt. Dann können wir auch mal gucken, was als nächstes anliegt. 100 Personen. Das schaffen wir noch nicht so schnell. Tägliche Mieteinnahmen von 3000 oder mehr. Okay, das auch noch nicht so schnell hin. Planen Sie 12 mittelgroße Büros, das kriegen wir auch noch nicht so schnell hin. Gerne davon anziehen lassen, Büroangestellte in ihrem Büro arbeiten. Okay. Viele nachgeschaltete Vorteile für die Stadt. Sie essen in den Restaurants, shoppen in den Läden und geben Geld in der Stadt aus. Das Amt für Stadtplanung. Bringen wir die rein, Büromenschen. Nehmen den mal an, aber ich ganz Büroangestellte 24 von 25. Okay, das ist also einfach wirklich nur Büroangestellte. Und wir haben ein bisschen Geld dazu bekommen, was wir natürlich gleich wieder auf den Kopf hauen. Anders geht's ja nicht. So. Bin am Überlegen, ob es Sinn macht, dass man das so ein bisschen aufteilt. Dass man hier zum Beispiel Büros hinmacht und den nächsten Laden hier auf die Etage. Dass man das vielleicht so ein bisschen abwechslungsreicher hinkriegt. Wir könnten hier, wir haben da Platz 1. 1, 2, 3, 4 wäre hier der nächste. Also hier könnten wir 3 neben machen. Ich glaube, das machen wir. Das werden wir mal testen. Vielleicht kriegen die dann mehr Besucher durch die, die hier dann drin sind. Wäre natürlich gut. Und wir kriegen natürlich ein bisschen mehr Geld und die hauen uns auch nicht wieder ab. Das ist ja auch ganz wichtig. Nur auf jeden Fall direkt schon mal den Stromanschluss weiterziehen. Okay, da wird gerade Wartungsarbeiten betrieben. Aber dafür haben wir ja extra den Service. Dann können wir hier einmal gucken. Anwaltskanzleien. Hier Versicherungsbüro zahlen weniger. Mal sagen, machen wir hier 2 Anwaltskanzleien noch rein. Und da hinten
Müssen wir mal gucken, was wir da reinsetzen, ne? Wir einfach mal schauen, was wir da noch reinmachen. So, die Mission haben wir auch abgeschlossen. 100, davon sind wir noch ein bisschen weit entfernt. 3000 oder mehr, ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Mittelgroße Büros, wie gesagt, wird noch nichts. 150 Büroangestellte wird auch noch nichts. Ziehen Sie 25 neue Bewohner an sich. Ja, legen wir bald mit los. Studio Apartments bauen Sie 12 Stück. Das ist echt noch ein weites Ziel. Wenn mehr Besucher ins Viertel geben, um ihr Geld ausgeben. Okay. Dabei mit unterschiedlich großen Restaurants. Ja, das ist auch ein bisschen noch weit von uns entfernt. Okay, das ist einfach nur luxuriöse Lobbys. Okay, die Mieter sind mit einer Bitte zu mir gekommen. Man hätte gern einen größeren Eingang zum Gebäude. Wenn Sie zustimmen, einige luxuriöse Lobby-Einrichtungen aufzustellen. Ah, können wir mal machen. Wir wollten eh mal die Lobby angucken. Ich weiß noch nicht mehr, wo war die? War die hier mit bei den Bausachen? Da, Lobbys. Bauen Sie eine zweistöckige Lobby mit eleganten, glänzenden Steinblöcken. Okay, ich würde aber gerne ganz normale Lobby nur haben. Auch eine ganz normale Lobby. Kostet ja Geld ohne Ende. Nicht eine ganz normale Lobby, so einstöckig. Bauen Sie eine zweistöckige Glaslobby mit majestätischen Stahlbalken. Okay. Mit Querverstrebungen aus Metall. Schicken Kachelwänden. Steinblöcken. Hängende Lobbykunstwerke. Okay, hängende Lobbykunstwerke. Was sagen? Okay. Warte mal, wie weit wir die machen. Haben hier 1, 2, 4, 5, 6. Könnten natürlich so machen, dann packen wir da noch ein Büro mit rein. Was brauchen wir? Hängende Lobbykunstwerke. Hängt. Wäre ja eigentlich Gemälde. Können wir ja noch gar nicht. Also brauchen wir eigentlich schon Berater, aber ich würde Politik gerne nehmen. Gerne hier einen Berater für Politik. Glaube, den setzen wir dahin und davor machen wir noch ein Büro. Er braucht Strom natürlich. Braucht er auch Telefon? Braucht der Telefon? Scheint nicht so. Was haben wir hier? 34 Telefon. Da passt alles noch. Davor klatschen wir nochmal ein Büro hin. Da wir eh den Platz haben. Buchhaltung. So, nochmal Buchhaltung. Und hier, ja, wir können warten. Wir könnten Versicherungsbüros machen. Aber bringen uns im Moment noch nicht so viel. Und wir wollten nach Kunstwerken jetzt gucken. Geeignete Kulisse für Deko und Kunstwerke. Okay, ich würde einfach direkt Kunstwerke haben. Sitzgelegenheiten. Einen einfachen Lobbysessel. Was ist das denn? Grün Lobbysessel. Küche grün. Und was haben wir hier? Schwarzen Stuhl. Mit den so hier drei hinmachen, Schränke. Aber ich weiß noch nicht, die hängen. Personal, Beleuchtung. Ja, Beleuchtung brauchen wir nicht. Tapeten will ich auch nicht. Gemälde. Ja, da komme ich noch nicht ran. Da brauche ich noch Kunsthändler, benötigt mindestens ein. Ein Berater, mittelgroße Kunstwerke. Okay, Berater. Ich brauche Berater dafür. Okay, dafür. Wer dahin? Das ist so ein kleines.
Braucht der Strom? Braucht der Strom? Ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Passt der optimal. So, was haben wir hier denn? Infrastruktur, Farbanstrich, stahlharte Preise. Was haben wir denn hier? Geringe Baukosten für Etagen. Kosten minus 50% für neue Bodenfliesen, Aufzüge, Treppenhäuser. Und wie lange hält das an? Extra, extra, Top City, Büros, glückliche Büromenschen. Starten Sie eine Medienkampagne, um Ihr Gebäude als führenden Bürokomplex der Stadt zu halten. Ihre Büromitarbeiter werden sich sogar noch besser fühlen, wenn Sie jeden Morgen Ihren Arbeitsplatz betreten. Baukosten für Telefon sowie tägliche Kosten plus 5%. Ja, könnte man machen. Vor allen Dingen halten die... Ah, die halten immer nur 24 Stunden, ne? Jungs spielen lassen, einen zusätzlichen Auftrag ausführen. Mach mal hier Büromenschen glücklich. Können wir jetzt hier Gemälde machen? Wäre schön. Benötigt ein Berater-Upgrade. Kleine Kunstwerke. Analyse. Aufträge. Wie machen wir denn jetzt hier Berater-Upgrade? Kriegen wir das hin? Oder haben wir jetzt, weil wir den, weil wir einen anderen Vertreter genommen haben? Büros für Bauberater. Dekorative Elemente würde ich ja gerne machen. Aber wir brauchen eigentlich das hier. Lobbykunst. Hängen Sie einen modernen Sunburst-Kronleuchter an einer Metallkette auf. Okay. Machen Sie Ihre Deko kinetisch und hängen Sie eine moderne Bildskulptur auf. Mann, was gibt's denn hier alles? Brauchen Sie Ihre Lobby mit diesem goldenen Kronleuchter in schickes Licht. Entes Licht. Haben wir hier? Bringen Sie Pendellampen etwas. Ah, komm. Eilkette passt doch eigentlich hier gut, oder? Das Ding ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Ah, das passt auch nicht. Passt auch nicht. Entes Licht, das finde ich, geht schon mehr. Aber ich würde gern erstmal halt. Bilder haben, aber das kriege ich halt nicht hin. Ach, weil mir auch die Baukosten dafür fehlen. Platzieren Sie ein kleines Gemälde für einen bescheidenen Zugewinn an Ansehen. Bauen Sie einen Innenarchitekten und nutzen Sie Ihren Einfluss, um den Ästhetikpfad freizuschalten. Kleine Kunstwerke. Brauchen das hier. Würde aber gerne das hier machen. Weiß nicht, ob wir mehrere freischalten können. Mach mal hier kleine Kunstwerke. Ich hoffe, wir kriegen das hier trotzdem später noch. Kosten 5000 für ein kleines Bild. Wenn es sonst nichts ist, ne? Okay, da müssen wir mal gucken. Strom muss da noch weiter. Und Telefon brauchen wir da auch noch. So, das haben wir schon mal. Hier eine Reparatur. Und wir wollten endlich mal Wasser machen. Kleine Geschäfte, wie sieht es denn da jetzt aus? Die machen Einnahmen gestern 124. Haben die nicht wirklich Plus gemacht? Auch nicht. Eigentlich komisch, aber das kommt wahrscheinlich, weil wir brauchen wahrscheinlich wirklich Wasser hier in unserem Haus. Fang mal mit so einem Line hier an, würde ich sagen. Wäre es denn, wenn wir den nach hier hinten setzen? Hätten wir hier für Strom auch noch ein bisschen Potenzial.
glaube, den setzen wir dahin. So, und dann brauchen wir jetzt für Wasser brauchen wir. Eigentlich müsste ich jetzt noch eine Reihe anbauen, ne? Finde ich ein bisschen blöd. Denn hier könnten wir die dahin bauen. Klappt das? Muss ich den nach hier unten verbinden oder nicht? Weil hier würde ich den natürlich. Aber da müssen wir erstmal gucken. Apartments, wo haben wir sie? Platz. Einzimmer-Apartment, Studio-Apartment. Okay, und was. Auch das? Okay, also so oder so noch verbreitern. Jetzt habe ich zwei gemacht. Wollte ich eigentlich gar nicht. Wollte eigentlich nur ein. Ach komm, wir setzen da oben noch ein Studio-Apartment dann rein. Dann müssen wir nur gucken, wie wir das mit dem Wasser halt machen. Wobei, nein, das machen wir rückgängig. Das weg. Und dann machen wir das hier wie auf allen anderen Stockwerken. Hier Strom. Und Wasser kommt dann dementsprechend auch dahin. Ich weiß nur nicht, eigentlich müssten wir hier nach unten noch Wasser machen. Ich glaube, das ist verbunden, oder? Bin mir da nicht ganz sicher. Da können wir auch gleich schon Wasser. Boom. Ziehen wir da auch schon durch. Ja auch. So Apartments. Studio Apartment. Kommt da noch eins hin? Was hatten wir jetzt noch nicht? Wasser fehlte nach rechts noch. Dann können wir auch endlich mal gucken. Was braucht der? Der braucht auch noch einen Gasanschluss. Und Abfallbehälter. Ja. Kommen einfach von einem ins nächste. Abfall. So. Manche Mieter verlangen nach Abfallbehältern. Manche Mieter verlangen nach Recyclingbehältern. Frag mich, ob nicht so ein Recyclingbehälter besser ist. Okay, Keller entleert. Was sagen, setzen wir da hin und dann brauchen wir aber im Keller auch. Keller hier. Der passt da gut hin. Braucht der Strom? Nee, braucht er nicht. Was haben wir denn? Wir brauchen Gas. Gas brauchen wir jetzt auch noch. Das ist nun wirklich problematisch. Dass das jetzt auch noch dazu kommt. Dafür baue ich, glaube ich, aber nicht eine extra Etage. Da werde ich das dann hier mit zu dem Wasser hinsetzen. Läuft da? Ah, das läuft alles hier über 1. Okay. Weiß noch nicht, ob ich hier einen hochsetzen muss oder nicht. Bin ich mir nicht ganz sicher. Wir lassen es mal so, sonst müssen wir hier noch schnell 2 platzieren. Jetzt haben wir alles. Abfallbehälter. Könnte von Zeit zu Zeit ein Klempner benötigen. Ja, kriegen wir hin. Deluxe Studio Apartment. So, ich baue mal das Deluxe Studio. Was bringt denn das? Doch. Ach komm. Ah, Gas müssen wir noch machen. Oh, ganz vergessen. Wir ja auch noch anschließen hier, ne? Sonst bringt es natürlich nichts. Und einen Klempner sollten wir jetzt mal schauen, dass wir den langsam dazu holen. Dienste, Handwerkdienstleistung, Klempner. Klempner, Klempner. Hier unten oder setzen wir auf die Seite wahrscheinlich besser, ne? Ich hier mal hin. War, glaube ich, setzen wir da hin. Dann haben wir hier Platz für andere Sachen. Wobei, wir könnten ihn auch hier vorne hinsetzen. Wir setzen ihn da vorne hin. Klempner. Er kommt da hin und wahrscheinlich sind wir gleich dann wieder im Minus. Benötigt einen Stromanschluss. Was auch sonst, ne? Strom haben wir erledigt. Telefon ist noch genügend
Platz. Jetzt können wir einmal gucken. Wasser, ja, die Anschlüsse zählen, also die brauchen wir nicht Teil verbinden. Wir sind noch im Plus. Das ist sehr gut. Corona, das ist auch alles. Kleine Geschäfte. Ich könnten wir hier oben dann auch Apartments mitsetzen, oder? Die Apartments. Komm, komm hier gleich noch wieder mit zu. Wir brauchen aber erstmal, bevor wir das machen, Strom, Wasser und Gas brauchen wir auch. Schön wäre es, wenn es so eine komplette, wo alles drei auf einmal, dass man das nicht einzeln machen muss. Das wäre nicht schlecht. Achso, die Lobbykunstwerke, ja, die kosteten ja 5000. Da sind wir ja noch ein bisschen von entfernt. Was brauchten die denn jetzt? Bräuchten Wasser, Hausmeister-Service, Aktenablage-Service. Kannst auch übertreiben, was die alle brauchen, ne? Oh, die brauchen ja noch mehr. Was die alles an Service-Sachen brauchen. Hier eine Arztpraxis. Mal gucken, die bringt 395 pro Tag. Aber da haben wir die ganzen Sachen noch gar nicht für. Guck mal, was die, die benötigt größere Auswahl an Restaurants. Hier immer größere Auswahl. Ja, dafür brauchen wir noch mehr Restaurants erstmal. Okay, hier müssen... Ich dachte, das machen die automatisch mal. Ich sehe gerade so, sieht so heruntergekommen aus. Ich dachte, das machen die automatisch. Hier auch, hier auch. Kann ich die nicht automatisch, dass sie das machen? Sollen die doch selber mal hier auf dem neuesten Stand halten? Sieht schlimm aus bei denen. Auch irgendwas so heruntergekommen? Ja, gut aus. Die müssen aber auch noch. Und der Service, wo ist der denn? Ist das hier? Groß renovieren. Okay, wollen wir mal gucken. War das nicht irgendwie... Okay, das sehen wir im Moment gar nicht, weil jetzt haben wir scheinbar alle erledigt. Hm, hier würde auch für ein Apartment noch Platz sein, ne? Hier könnten wir überall noch eins ransetzen oder wir machen... Wir brauchen aber 12 Stück davon. Also, ja komm, dann nehmen wir erstmal, nein, kleines Büro wollten wir nicht. Wir wollten Studio-Apartments. Setzen wir überall welche rein. Warum haben wir da, ein weniger? Da können wir gerade nicht herbauen. Gerade nicht sicher, warum. Ah, wir können Apartment nicht auf ganz unten. Oh, das war's. Wasser brauchen die. Gas brauchen die auch noch. Ganzes Geld auch mal hier flöten wie sonst was. Und wir brauchen mehr Läden. Da werden wir den mal hier... Komm, weg mit dir. Und dann kommt da nämlich ein Essensladen hin. Probieren wir das mal. Was brauchen die denn? Wasser und Strom, das haben wir ja jetzt. 170, 170, 180. Daria. Durchgängig geöffnetes Restaurant. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Diner. Was war der denn mit 180 hier? Was bietet der an? Bietet Frühstück und Mittagessen an. Den nehmen wir. Wasser. Ah, müssen wir einmal hier komplett durchziehen. Natürlich blöd. Und Strom. Strom ist schon. Okay. Bin ich mal gespannt, was der bringt. 195 pro Tag. Okay, sichert aber unsere Baukosten. Also...
Das geht. Die Baukosten sind niedriger als Einnahmen pro Tag dabei. Das ist schon mal sehr gut. Wir müssen nur aufpassen. 10 von 10, da haben wir es schon. Gas und Wasser muss nachgebaut werden. Wasser brauchen wir schnell einmal ein Meer dazu. Das Wasser ist. Gas sind wir jetzt genau da. Da brauchen wir noch keinen dazu. Telefon haben wir noch. Strom passt auch noch. Okay. Geht aber auch unsere Einnahmen. Geht mal wirklich weiter hoch. Und hier müssen wir noch... Die Konjunktur der Stadt ist rückläufig. Kleine Unternehmen halten den Ball flach und versuchen... Okay. Alles klar. Kleine Geschäfte brauchen wir noch. Dazu fehlen die hier. Aber ich meine, die machen ja auch noch keinen Gewinn. Wer macht jetzt wieder Gewinn? Könnte natürlich sein, dass sie jetzt mehr Gewinn machen, wenn hier mehr Leute drin wohnen. Nein, ich will die nicht anklicken. Ah, okay. Also so können wir auch einfach raufklicken, dann sind die Sachen erledigt. Das ist natürlich perfekt. Und das heißt hier, dieses Apartment ist fertig und wir warten darauf, dass neue Bewohner einziehen. Okay. Was sagen, wir haben doch schon... Drauf wird da gewartet. Was bauen wir denn hier unten mal rein? Wohnung geht auch höher als Erdgeschoss rein. Okay. Das ist ein großes. Da fehlte uns, glaube ich. Wir könnten aber mal wieder gucken. Hier hinten jetzt eins hinsetzen. Achso, das waren die ganzen Sachen. Ja, ja, ich erinnere mich. Hausmeister-Dienstservice. Aktenablage-Service. Müssen mal gucken. Hausmeister. Was die Sachen alle kosten. Hausmeister wird hier drin sein. Hier drin? Doch, hier. Okay, 75 pro Tag. Wasser und Strom braucht der von uns. Strom hat er. Wasser braucht er noch. Ah, da haben wir es. Wir können ihn nicht anschließen, weil wir hier keinen Versorgungskasten haben. Also brauchen wir auf jeden Fall überall auf jeder Ebene einen Versorgungskasten, weil vom Hauptanschluss ist es nicht möglich, eine Leitung zu legen. So. Kann ich hier nicht? So geht das nicht. Gehen wir jetzt tatsächlich nach hier oben auch? Tatsächlich nach da oben auch. Ja. So, Hausmeister-Service hatten wir. Was brauchten wir noch? Auch eine Arztpraxis zum Beispiel. Aktenablage, genau. Aktenablage war das noch. Schauen wir mal. Aktenablage. Wo haben wir dich? Okay, 150 pro Tag und ist riesig. Haben wir Aktenablage, kommt noch dazu. Was braucht der? Telefon und Strom. Okay, ich will den mal eben hier schon platzieren. Strom kriegen wir schnell hin. Telefon, doch, ist hier auch. So. Haben wir auch. Und jetzt können wir mal gucken. Was wollen wir denn? Kreativ- und Technikbüros. Anwalt. Da können wir noch gar nichts. Was haben wir hier? Da ist auch nichts. Da hätten wir 320 pro Tag. Okay, die Arztpraxen bringen sogar mehr. 360. Okay. Wir brauchen Strom, Telefon. Gucken. Strom müssen wir noch einmal durchziehen. Wasser müssen wir auch noch einmal weitermachen. Und Telefon, na klar, von hier hinten. Aber egal. Kriegen wir hin. Und wir müssen hier unten mal unsere Jungs, wo sind die? Auge behalten. Die sollen mal alles schön reparieren. Strom passt noch, 55. Telefon 18 von 20. Und Wasser 14 von 20.
20. Also das geht auch noch alles. Da sind wir überall noch im Plus. So, aber an dieser Stelle würde ich dann auch erstmal sagen, machen wir erstmal wieder einen kleinen Cut. Ich hoffe, bis hierhin hat es euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Kommentar oder auch ein Like da. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin erstmal. Tschüss.